bleibe, da draußen bei der Wirtin Wundermilch. Das Haus hat leider noch kein Nummernschild, dafür hat es Komfort. Im Fenster fehlt die Scheibe, doch sonst fehlt nicht das Allerkleinste da. Zwei helle Zimmer, Küche, Loggia, WC und Korridor. Wir zahlen keine Miete mehr, wir sind im grünen Zuhaus. Wenn unser Nest noch kleiner wäre, das macht uns wirklich nichts aus. 1,50 Meter im Quadrat, wir haben ja wenig Gepäck. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Das Huhn heißt Tante Frieda, den gab man einst den zweiten Schönheitspreis von wegen eines Riesenhühnereis, das wog ein Viertelpfund. Die Gans heißt Tante Ida, die hat Migräne und verdaut nicht gut. Der Tierarzt meint, das liegt bei ihr im Blut. Doch sonst ist sie gesund. Wir zahlen keine Mieten mehr, wir sind im grünen Zuhause. Wenn unser Nest noch kleiner wäre, uns macht das wirklich nichts aus. 1,50 Meter im Quadrat, wir haben ja wenig Gepäck. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Am Sonntag hat man Gäste, da spielt man einen flotten Dauerskat. Die Damen baden im Familienbad, doch das kommt selten vor. So Mittag folgt das Beste, da gibt's ein super feines Festinet, Gemüseplatte à la Stülpchensee, nach Mittag steigt ein Chor. Wir zahlen keine Mieten mehr, wir sind im grünen Zuhaus. Wenn unser Nest noch kleiner wäre, uns macht das wirklich nichts aus. 1,50 Meter im Quadrat, wir haben ja wenig Gepäck. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Für Spinat und Kopfsalat.